Fast jedes Schaf muss irgendwann einmal seinen Pelz lassen. Auch diese Schafe am Freiburger Schlossberg kommen nicht ungeschoren davon. Es sind keine gewöhnlichen Schafe. Es handelt sich um Waldschafe. Die Nutztierrasse ist vom Aussterben bedroht. Waldschafe leben im Bayerischen Wald und in Teilen Österreichs. Sie zu halten ist wieder im Kommen. Die genügsamen Tiere helfen, den Graswuchs zu begrenzen. Was sie auf jeden Fall brauchen, ist eine jährliche Schur. Ihr natürlicher Fellwechsel reicht nicht aus. Zuchtschafe haben einfach zu viel Fell. Ohne den Einsatz von Schäfer Edgar Engest würde das Leben für sie zur Qual. Fertig. Das ist tatsächlich ein Schaf. Insekten und Flöhe oder Sägen bilden sich dann drin auf der Haut. Und dann wuchs die Schafe. Und wenn man 30 Grad habe im Sommer, man muss mit so einem Pilz rumlaufen. Also muss ja nicht sein. Die 4 Waldschafe am Schlossberg gehören zusammen mit 3 Ziegen einer ebenfalls gefährdeten Art zu einem Projekt der Universität Freiburg. Nicolas Schof sorgt für den akademischen Unterbau. Also mit den Schafen und Ziegen kann die Universität ihren Bildungsauftrag vorantreiben, in der Lehre, aber auch eben für Laie. Wir haben ja viele Besucher. Und zum anderen kann der Naturschutzbeitrag auch geleistet werden. Das ist natürlich auch nicht so ganz unwesentlich, einfach mal ein bisschen Wissen, das generiert wird, in den vielen Papern auch ein bisschen in die Tat umzusetzen. Ein Stück Wald gehört für die Waldschafe mit dazu. Dort können sie in Ruhe fressen und wiederkäuen. Für die Wissenschaft ist es interessant zu beobachten, wie sich der Pflanzenwuchs durch die Beweidung verändert. Die Huftritte machen den Boden lockerer, was für mehr Artenvielfalt von Vorteil ist. Studierende leisten bei den Ziegen und Schafen einen Beitrag zum Naturschutz. Im Semesterwechsel lernen sie, für die Tiere zu sorgen. Zurzeit im Einsatz sind Florian Brossette und Moja Zöller. Ja, sie ist sehr neugierig, sie ist auch die verschmusteste von allen. Die Studierenden sind gern bei den Ziegen und Schafen. Neulich war ich 3 Stunden einfach hier. Manchmal bringe ich auch Freunde mit, denen ich dann einfach hier bin. Und die Tiere sind um mich rum. Auch wenn ich gar keine Aufgabe, wenn ich gar nicht dran bin mit dem Dienst, weil mit dem Dienst wechseln wir uns nämlich auch immer ab, dann bin ich einfach hier, um hier sein zu können. Ja. Die Tiere ernähren sich von dem, was vor Ort wächst. Wasser bekommen sie an der automatischen Tränke. Kontrolliert werden muss der Elektrozaun, mit dem der jeweilige Weidebereich abgesteckt ist. Wir werden die auch bald wieder umkoppeln, die Schafe. Auf die andere Weide, da ist dann wieder mehr Gras. Also hier sieht man, dass es schon sehr abgegrast ist. Und bald kriegen die dann wieder auf der anderen Weide mehr Futter. Und dann kann sich die Fläche wieder erholen. Und so wechseln wir dann immer das ganze Jahr über, dass sie nicht Hunger leiden müssen. Schafe zu halten ist heutzutage kein gutes Geschäft. Denn Wolle ist in Deutschland fast unverkäuflich. Die Studierenden probieren aus, ob Wolle als Pflanzendünger für Aufzuchten in Hochbeeten geeignet ist. Die Bewahrung historischer Zuchtrassen vor dem Aussterben ist wichtig für die Biodiversität. Die geschützten Tiere zu erleben, tut einfach gut. Das ist wirklich beeindruckend, wie das hilft, den Leuten zu entspannen. Also die Tiere haben einen unglaublich beruhigenden Faktor, sag ich als persönliche Erfahrung, aber sagt auch die Wissenschaft. Und solange sich kein Wolf an den Schlossberg verirrt, wird das so bleiben.